So, weiter im Programm. Dank der großen Aufopferung von Serena im Discord bin ich jetzt einfach wieder motivierter. Entschuldigt, dass ihr das alle miterleben musstet im Livestream. Aber wie immer merkt man auf YouTube dann später, im Livestream kriegt man einfach mehr mit. Oder weniger. Je nachdem, wie man das sieht. Das Tor ist offen. Wir waren doch besitzlich in der Zitadelle, weil immer die Frau doch nur hier vorne stand. Und die hat immer gerufen, die sollen das Tor unten lassen. Ich bin ja selbst noch nie reingekommen. Kannst du es uns bitte nochmal erklären, wie es mit dem Let's Play for Charity ist? Open your eyes. Es gibt da nicht viel zu erklären. Let's Play for Charity sammelt am Wochenende, wenn das auf YouTube später kommt, übrigens nicht mehr beachten, für Flutopfer, also Opfer der Flutkatastrophe. Und ich unterstütze das als Nebenstream so ein bisschen, indem ich die hoste, wenn ich nicht selbst live bin. Plus, dass ich natürlich darauf hinweise, dass die Geld sammeln aktuell. Das mache ich übrigens aus dem Sinn mit, die haben mich eigentlich eingeladen, nach Berlin zu kommen und sonntags live aus deren Studio zu streamen. Aber weil ich mich gerade nicht so fit fühle, habe ich das nicht zugesagt. Ich wollte nicht 4 Stunden morgens nach Berlin runterfahren mit dem Zug oder länger und dann abends 4 Stunden wieder zurückfahren mit dem Zug. Weil das war so deren Ansatz dafür und das habe ich mir im Moment nicht zugetraut, weil ich zurzeit so ein bisschen die Ärzte durchlaufe. Aber wer daran interessiert ist, kann halt über den Link gerne spenden bei der Aktion. Und gerne auch vermerken, dass ihr von hier kommt. Ist kein Muss, man kann auch anonym einfach spenden und so weiter und so fort. Wieso zurück? Du hättest auch übernachten können. Ja, es haben die dann auch angeboten, dass ich an dem Tag hinfahre und dann eine Nacht bleibe. Aber das ist eine relativ kleine Organisation, die jetzt, sag ich mal, so nach und nach sich aufbaut. Also die gibt es eigentlich schon länger als eingetragenen Verein und die haben auch schon so ein paar kleine Aktionen gemacht, aber die wollen jetzt stärker durchstarten mit so Charity-Aktionen. Ich finde den Namen übrigens nicht perfekt gewählt, weil Let's Play ist halt schon von der Begrifflichkeit ja schon outdated. Aber gute Sachen sollte man immer unterstützen, deshalb passt das schon. Sie könnten auch heißen, keine Ahnung, Galapagos-Schildkröten spielen für Charity. Ist auch total egal. Es geht um die Sache. And I had just gotten used to the place. Uns erwartet eine neue Zukunft. Man hat mir eine Stelle bei der Königsgarde angeboten. Ja, dadurch sind die weg jetzt. Deshalb sind die Wachen jetzt aufgelöst. Was wagt ihr euch, in mein Reich zu kommen? How are art and food alike? In quite a lot of ways. Music can be sweet and bitter and insipid. Today I had such an insipid day. But fortunately, you are here. You are my dessert today. Well now. Our peace begins with the desertion of the Grey Knights. The curtain will close presently on much blood, suffering, and useless pleas for mercy. And sure, Lady Letitia doesn't wander off. She knows too much. Her role in our play has come to an end. So has yours. Toll, obwohl die Wachen jetzt aufgelöst wurden, muss ich gegen den kämpfen. Himmelskrieger. Und ich krieg nur ein paar Söldner dazu.
Vor allem, der ist Stufe 21. Der ist 2 Stufen über mir. Sehe schon, das wird eine doofe Schlacht. Darüber. Da können die Himmelskrieger nicht direkt an meine Leute ran. Na, Glück gehabt. Na, die interessieren sich anscheinend eher für die Söldnerkavallerie. Weil die taunten und ich komme jetzt an keinen ran. Kann ich den nicht angreifen, weil dieser dämliche... Vor allem, die habe ich gerade da oben mit denen angegriffen. Warum kann ich nicht zurückschießen? Es ist dieselbe Strecke. Es ist dieselbe Bewaffnung. Es sind beides Armbrustschützen. Ach ja, ich kann es nicht, weil ja getauntet wurde. Oh, und da sind die anderen im Weg und ich kann da nicht hinschießen. Boah, dieses Spiel macht mich manchmal wahnsinnig. Das war klar, dass der Kampf verlustreich wird. Zweimal Bonusrunde bekommen mit sein. Der hat 440 HP pro Einheit, da komme ich eh nicht ran. Und dann ärgere den wenigstens ein bisschen. Oh.
Macht er den doofen Verwirrungseffekt drauf, wo jede Aktion Schaden erzeugt, oder? Sehr schön, kritisch. Fluchimmunität. Zauber sind so scheiße mächtig, ey. Da ist etwas, was mich so ein bisschen stört mit dem Krieger. Ich mag gesagt, dass meine Truppen stark sind, aber der Caster kann sie einfach aushebeln. So, ihr habt Zeit, den wegzuprügeln. Und es reicht nicht mal. Ich sehe schon, wie die meine Armbrustschützen gleich zerfetzen. Als wenn ich die KI geschrieben hätte. Kacke.
Ach, Gott sei Dank. Da ich meine... Aha, ja, okay. Die Schwertkämpfer haben die Vorarbeit gemacht. Obwohl das ziemlich unnötig war. Vor allem, es wurde mir angezeigt, dass keiner sterben wird von denen. Das ist das letzte Aristokratengewand. Jetzt kann ich endlich die 5% mehr Gold bekommen, wenn ich den ganzen Scheiß anziehe, wenn ich an den Händler gehe. Weil ich habe alle drei Gegenstände davon. Victory is ours. Thank you for your help, Grefflet. DuPont is hiding somewhere at the heart of the estate. Find him. We'll watch the exit and make sure no one slips past. Oh, and if you see Lady Letitia, the poetess, please say I need to speak with her. So. Ein weiteres Schild habe ich ja nicht. Vorher muss ich eh zu einem Händler mal und ich habe so viel Gold verdient. Dann nehmen wir halt die menschlichen Armbrustschützen erstmal rein. Dass ich eh mal die Truppen auffüllen muss. Mit anderen Truppen natürlich. Jetzt muss ich das ganze Gebiet hier absuchen wieder. It was like watching the gladiators in ancient Antis. Their lordly paws watched over them like a patrol. Level doch die Lichtelementare, aber ich mag die Lichtelementare nicht. Achso, hier waren wir ja schon. Ich hasse Elementare als Gegner und ich. Und deshalb will ich die auch nicht benutzen. Ich verlasse mich auf die gute alte Menschenkraft. Entschuldigt, ich weiß, dass ihr viel erzählt und dass das auch bestimmt irgendwas Wichtiges ist, was hier in der Umgebung abgegrast werden kann. Of course. He's that wizard whose paintings come alive. They do indeed. Ein Wizard, dessen Zeichnungen zum Leben erwachen. Toll, ich habe was übersehen. Oh, Beutegold. Das war Diskriminierung gegenüber den Zwergen. Die rohe Gewalt ist einfach besser für mich im Moment. Calm down. I'll go find it now. Hier könnte auch einfach mal jemand aus der Ecke gehüpft kommen und sagen, ey, Sie sind ein dreckiger Dieb. Legen Sie das sofort zurück. Ach, das wäre auch so eine schöne Quest. Martin, tell me about the poetess. What's she like? Letitia. Well, she's not stupid. Very perceptive. I like her poetry as well.
Is it true that she follows Baron DuPont everywhere like a parlor dog? It's love. Oh, ich habe da hinten auch wieder irgendwas übersehen. Jetzt habe ich die Karte so häufig auf, weil die Sachen markiert in der Umgebung, falls ich an etwas vorbeilaufe. Ich denke, was wird da auf dem Grünstreifen sein. Guten Tag, Captain. Eine Truhe? Really? Da habe ich aber nichts gesehen. Oder, falls sie eine Etage höher, oder die ist hinter der Mauer. Das kann übrigens auch sein. Weil man sieht, es gibt eine höhere Etage. Dass man alles absuchen muss, nervt schon ein wenig. Man muss ja nicht, du kannst es auch sein lassen. Wenn du aber das meiste haben willst, dann kommst du nicht dran vorbei. Aber gerade will mich das Spiel echt ärgern, indem es Sachen irgendwo drin verstecken will. Ah, here you are. To think that such a gifted artist should wither at a liar's hands. You're not dead yet. You slack-witted buffoon. Was that your best retort? But what should I expect from a nobody such as you? You don't even know who I am. Entracht! See you in the third act. Toll. You misbegotten hound. Where did you go? Yes, my lord. Where's your mistress, Letitia? I thought she was here. I'm worried about her, you know. Schön, dass ich ihn besiegt habe. That rascal locked her in the cellar. Ah, if he was here, I'd smash his face in. Oh, but he's fled. Not only is he a scoundrel, but a coward to boot. Della, do you know where DuPont fled? Oh, I don't know. The Lady Letitia might... They were in a relationship. Right now, she's locked in the cellar. Here, I found this key. Could it be the cellar key? Please, I'm begging you. Save Lady Letitia. Rescuing young ladies, Nostria, and chickens seems to be the sum of my profession. Della, are you all right? Where's your mistress, Letitia? Ich bin gerade nicht in Lesestimmung. Ihr wisst, ich habe unglaublich viele Sachen hier schon vorgelesen. Aber gerade bin ich nicht super motiviert. So, ich weiß, hier vorne kann ich jetzt rein. Wahrscheinlich komme ich da in die Kisten, in dem Kellergewölbe. Boah, aber eigentlich ist meine Truppe nicht gut. Another obstacle. I should look deeper. Naja, es gibt Steine in der Wand, die man drücken kann. Armin
is so sophisticated and knowledgeable. He promised to take me to the Haven of the Enlightened Ones, where we would become immortal, he and I. But there's so much left unsaid between us, and the poems... Silly girl. Are you really in love with him? The man's an unconscionable womanizer. He has more wenches than an archer has arrows. Where is this Haven you spoke of, by the by? The Haven of the Enlightened Ones? No, I must not speak of it. Letitia, your beloved is a murderer and a traitor. No, I don't believe you. Oh, Armand, why did you get involved with them? With whom? Where's this Haven place? I only wished him to be free from the awful responsibilities he took upon himself. But the Haven of the Enlightened Ones, I must admit, I don't know its exact location. I've never been there myself. Armand never invited me, though I did ask him several times. That Lindsay, a mere assistant in his theater, she was invited. And I, a poetess, a lady, friend. Not even once. DuPont owns a theater at the Mage Factory. That's where you'll find Lindsay. I'm sure she can tell you where the Haven is, the wench. The theater at the Mage Factory? You've really been in the dark out here. Ah, Della, here you are. I was frightfully worried, Lady Letitia. But give me a moment. It was only yesterday that Armand and I were here together. Oh, well. Moment, aber Ritter konnte ich vorher schon rekrutieren. I'll take care of Letitia and her maid. Go. It's starting. I guess we should proceed. So... Schon, aber vorher war die maximale Anzahl an Rittern, die du anheuern konntest, begrenzt. Und jetzt ist das offen. Da ich so viele anheuern kann, wie ich will. Das wäre eigentlich ganz gut. Dann könnte ich die mal endlich leveln und dann habe ich auch immer eine schöne Taunt-Einheit dabei. Anscheinend muss ich dem Prinzen jetzt auch darüber berichten, was ich hier erfahren habe. Die Menschen hier scheinen mir auch egal zu sein, weil hier darf ich normal schnell reiten. Obwohl ich gerade sehe, dass British da ist. Der hat die Prüfung hier nämlich gemeistert, hat er gesagt. Da kann ich hier nämlich nochmal reingehen. Ich war erst circa 6-7 Mal in der Prüfung. Ich darf jetzt kurz nochmal erklären im Chat, wie deine Taktik war. War mir schon klar, dass ich die Giftwolke benutzen muss vom Knochendrachen. Besonders der hat ja die stinkende Wolke, die in seinem Umkreis Schaden macht. Und kann sie halt einmal voll aufheilen. Problem ist einfach, nicht an die Riesen kommen und die Gargoyles. Müssen ja auch irgendwie eingesetzt werden.
Jetzt sagt British aber nichts. Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass ich zuerst die Seelenfresser töten muss. Aber das schaffe ich in der ersten Runde nicht. Weil die Riesen in der Nähe sind. Ja, aber die Gargoyles als Lockvogel zu verwenden, das ist ja nichts anderes, was ich eigentlich gemacht habe bis jetzt immer. Wie bitte, was war's ich am Rechner? Ich rede die ganze Zeit mit dir hier, British. Proof für die Lösung der Schlacht von dir. Ich will nicht die Komplettlösung, aber es würde mich einfach interessieren, wie er es gemacht hat. Weil die Gegner, die verderbten Klingen, machen ja keinen Konterangriff, machen einfach zu viel Schaden. Eigentlich darf man von denen gar keinen Hit abbekommen. Vor allem machen die ja eh erstmal gleich den... Ach, wie heißt das? Den, das Spotten, wodurch ich nichts anderes angreifen kann. Und die kriegen diesen dämlichen Schadensbonus. Da die keine Fernkämpfer haben, ich habe auch die erste Runde abgewartet. Aber wenn du jetzt abwartest, hast du direkt das Problem des Verspottens. Fand ich jedenfalls, weil dann kann ich die nicht angreifen, die Seelenfresser. Naja. Thank you.
Ach, so ein Unsinn wieder. Weil die einfach zu stark sind. Ich kann ja keinen Schaden an denen machen. Ich schaffe ja nicht mal einen zu töten mit dem Drachen. Und der kriegt als Konterangriff einfach so massiv was rein. Und das verstehe ich bei dem Kampf nicht. Das Gefühl, jetzt dadurch sogar schwächer geworden. Lohnt sich das Spiel, ist es die 50 Euro wert. Das musst du leider selbst wissen. Das Geile ist, dass der mir sagt, bei der Fähigkeit, die Kontrollzone würde ignoriert werden, was aber gar nicht stimmt. Kriege ja von allen Ecken einen drauf, kampftechnisch. Man kriegt auch über gewisse Keyseller das Spiel schon bedeutend günstiger als die 50 Euro. So, flieg mal da runter.
Danke, Jojo, für ein Twitch Prime-Abo. Ja, die Runde wird auch nicht funktionieren, auch wenn es natürlich ein bisschen besser jetzt aussieht. Weil ich verliere auch einfach zu viel. Also du hast ja nur einmal die Chance, die AP wieder voll aufzufüllen. Nein, der Feuerzauber, ich glaube, der ist der nutzloseste. Ah, nee, stimmt gar nicht. An einem Umkreis von 7 Feldern. Ach, ist das vielleicht mein Fehler? Zusammenziehen? Ich habe nur die Chance, eigentlich einmal Gift zu machen, einmal Feuerring und einmal Epidemie. Und dafür müssen die einfach alle zusammenstehen. Ich dachte, dass der Feuerzauber wäre nur auf ein Feld beschränkt. Aber der ist ja übergreifend anscheinend. Gerade gucken, dass sie sich auch an den richtigen Stellen zusammenziehen. Und er darf nicht von dem verderbten Riese in der ersten Runde geschlagen werden. Fällst jetzt raus, weil du dich nicht bewegen wolltest in der ersten Runde. Ich könnte so kotzen, ey. Ich teste nur mal, wie viel Schaden das macht, alles zusammen.
Weil die werden jetzt eigentlich vom Feuerschaden, vom Gift, werden die jetzt einfach dahin gerafft. Toll, du kannst niemanden angreifen, weil der Taunt noch gilt. Ja, aber genau das ist das. Also so wäre der Weg irgendwie. Dann machen wir es diesmal noch einen Tick anders. Du kannst trotzdem nach da hinten in die Ecke gehen. Bei dir warte mal eben. Dann geben wir die 25 Widerstand. Dann setzt die Gargoyles mal wirklich zentral, dass die alle da drauf gehen. Die armen Gargoyles. Ihr macht keinen Angriff, ihr macht nur Verteidigung. Das müsst ihr ja nur so lange überleben, dass... Was machen die denn? Warum verspotten die denn jetzt nur? Die sollten eigentlich angreifen. Haben die auch vorhin auch gemacht. Dass wir das bestimmt nicht hinhauen, weil die Gargoyles schon Schaden bekommen haben. Hallo Killer. Auf ein neues. Schön, dass er jedes Mal ein neues Safe Game macht. Beim automatischen Speichern. Und wenn ich darauf warte, bis die Verspotten eingesetzt haben, wird das Folgende passieren. Und zwar wird nämlich der Seelenfresser schon nach unten ziehen. Prognostiziere ich jetzt schon. Ich sehe übrigens gerade, dass diese Folge viel zu lang wird. Macht aber nichts. Wir machen den Versuch noch. Setzen wir unsere Einheit mal so aus der Sehne, dass er vielleicht hier hinkommt. Und danke für ein Stufe 1 Abo-Killer.
127. Ihr bleibt nur da stehen. So, zweite Runde. Und jetzt gibt es nämlich ein Riesenproblem. Die Seenfresser kommen nicht überall hin. Ja, und die gehen natürlich den Drachen an. Oh, dämliches Spiel, ey. Kotzt du mich an. Was für die Seelenfresser. Dadurch, dass die den jetzt angreifen konnten, wird er zu schwach sein. Oh, krass. Tja, soll ich seine HP auffüllen? Nee, ich töte den einen. Aber die Riesen hat er ja sofort zerfetzt. Bitte überlebe. Es muss doch ein bisschen Kulanz. Ja, nicht Kulanz, sondern so ein bisschen variabel mit der Geschichte sein. Weil gleich kann ich denen die HP regenerieren. Und dann wird es auch kein Problem mehr sein. Die einzelnen mache ich platt. Ich muss nur die Runde überleben. Boah, den hätte ich gerne als Büße, den Knochendrachen. Warum war sowas nicht in der Collectors Edition drin? Ach, das funktioniert, ey. Ein Traum. Ah, sehr schön. Dann ist die Prüfung geschafft! Alle tot, oder? Nee, der Seelenfresser lebt noch. Aber der stirbt jetzt durchs Gift. Ja. Meckert er? Seine Moral ist schlecht. Maximilians Rüstung. Vor allem total super, dann ist die Bewegungsreichweite nochmal um 1 reduziert von meinen Truppen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Mir reicht das schon mit den Füßen. Was ein Panzer, ey. Aber es ist mir too much. Wenn meine Truppen sich nur noch ein Feld bewegen können, ja, Prost Mahlzeit.